Hallo und herzlich willkommen zu Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Ich bin Kathi Weber von der Kathi Weber Herzenssache, Beratung und Coaching für Eltern, Erzieher und Lehrer und ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Mascha Rosenberg. Und ich möchte dir mit meinem Podcast Impulse mit der gewaltfreien Kommunikation für deinen Familienalltag geben. Tee wie Umgang mit Trauer, darum geht es in dieser Folge und ich tausche mich zu diesem Thema mit meinem Herzensmenschen und meiner Kollegin Dr. Martina Stotz aus. Wie bereite ich mein Kind auf den Tod vor? Wie erkläre ich meinem Kind den Tod? Nehme ich mein Kind mit zur Trauerfeier? Wie viel eigene Trauer kann ich meinem Kind überhaupt zumuten? Und viele weitere Fragen, die mich bei Instagram erreicht haben, greifen wir auf und geben dazu und darüber hinaus Impulse, wie du beim Thema Trauer mit deinem Kind umgehen kannst. Diese Folge wird von BookBeat unterstützt, eine App, mit der du Zugang zu mehr als 50.000 Hörbüchern hast. Ich kann mit einem Hörbuch übrigens auf den Ohren besonders gut abschalten und am liebsten höre ich Romane. Und gerade auf meinen beruflichen Reisen nutze ich BookBeat super gerne. Du findest in der App allerdings auch jede Menge Elternratgeber zu bindungs- und bedürfnisorientierter Elternschaft und auch Kinderhörbücher. Ich würde sagen, lad dir dein nächstes Buch einfach mal runter in der App und du kannst es hören, egal wann und egal wo. Ich freue mich ja immer riesig über Unterstützung von Produkten, die ich selber gerne nutze und bin total happy, dass ich am Ende dieser Folge noch eine Überraschung für dich zu BookBeat parat habe. Jetzt gibt es erstmal meine Folge Tee wie Umgang mit Trauer für dich. Ich wünsche dir viele Impulse. Ja, die Idee zu dieser Podcast-Folge ist entstanden kurz vor Weihnachten, als ich selber überraschend die Nachricht bekommen habe, dass mir ein engstehender Mensch verstorben ist und als ich die SMS gelesen habe, die mich wirklich völlig überraschend erreicht hat, ich dachte, da steht eine ganz andere Info drin, saß mir meine Tochter gegenüber und wir haben gerade ganz entspannt zusammen ein Croissant gegessen in unserem Lieblingscafé und ja, ich habe im Grunde genommen seit dieser SMS, ich war in einem Schockzustand, dann kamen die Tränen und dann war ich 4 Stunden, bis meine Tochter ins Bett gegangen ist, bis ich sie ins Bett gebracht habe, damit beschäftigt, mit ihr ja darüber zu reden, ihr zu versuchen zu erklären, wie es mir geht. Also, dass sie versucht, mich zu verstehen und das wollte sie auch wirklich. Dann wollte sie den Tod verstehen. Ich wollte mich um mich selber kümmern, also mir selber Empathie geben und ich kann dir nur sagen, es waren 4 sehr, sehr intensive Stunden, die ich da durchlebt habe. Manchmal habe ich gedacht, ich kann nicht mehr, kann jetzt bitte jemand kommen, ich brauche mal Ruhe. Gleichzeitig wusste ich, da kann jetzt gerade einfach niemand kommen und habe es auch als sehr wertvoll empfunden, mit meiner Tochter so in Verbindung zu sein. Und es endete dann wirklich irgendwann so, also sie hat mich dann gefragt, ob der Kopf des Menschen noch da ist und dann habe ich kapiert, dass sie einfach gar kein Bild vor Augen hat, was mit diesem Menschen passiert ist. Und genau, es endete dann damit, dass ich beim Abendbrot irgendwann aufgestanden bin und mich auf den Boden gelegt habe und ihr versucht habe zu zeigen, wie meine Freundin jetzt da liegt. Und dass die nicht mehr atmet, die Augen sind zu und sie liegt da. Der Körper ist noch da. Und dann hat sie mich gefragt, und wo sind die Gefühle? Wir reden ja viel über Gefühle zu Hause. Und dann fiel mir der Seelenvogel ein. Ich rede mit ihr viel über den Seelenvogel, der im Herz lebt und der hat ganz viele Schubladen und in jeder Schublade ist ein Gefühl. Und dass dieser Seelenvogel jetzt aus dem Körper geflogen ist. Und dann meinte meine Tochter, dass ja meine Freundin uns Bescheid sagen könnte, wenn der Vogel wieder zurückkommt, wenn das Baby dann wieder da ist. Und ich sag dir ganz ehrlich, das war ein Moment, der war auf der einen Seite so wundervoll für mich und auf der anderen Seite so schmerzhaft, weil ich am liebsten nur noch geschrien hätte vor Freude und vor Überforderung. Und da wurde mir einfach klar, wie wichtig es ist, dass wir mit unseren Kindern sprechen, dass wir versuchen, uns gegenseitig zu verstehen. Und das ist ja auch das, worum es in der gewaltfreien Kommunikation geht. Und ja, dann habe ich lange überlegt und habe dann bei Instagram eine Umfrage gemacht, ob das Thema interessant für viele ist und dem ist so. Und dann habe ich eine Fragerunde gestartet und es haben mich unglaublich viele Fragen zu dem Thema erreicht. Und habe ich gedacht, das kann ich nicht alleine machen, weil es ja auch etwas ist, was jetzt gerade persönlich, also ich bin ja auch immer noch in der Trauerphase, mich beschäftigt. Und habe mir meine liebe Freundin und Kollegin Martina zur Seite geholt. Wir beide sind ja die Konfliktengel zusammen und ich habe sie gefragt und sie sitzt jetzt auch gerade neben mir. Ja, ich freue mich total, dass du ja gesagt hast.
Ja, natürlich. Ich freue mich auch total, dass du mich gefragt hast für dein Vertrauen. Bedanke ich mich auch. Wer Martina nicht kennt, Martina ist Dr. Martina Stotz bei Instagram und ist heute meine Expertin zum Thema Trauer, neben meiner Wenigkeit. was bringst du für eine Expertise mit? Ja, ich bin ja schon seit einiger Zeit in der Schule und arbeite da im Bereich der Schulpsychologie. Und im Studium hatte ich immer wieder eben die Themen Trauer und Trauerbewältigung. Und es ist heute so, dass ich Lehrer dabei begleite und Pädagogen begleite, wenn in der Schule ein Trauerfall ist. Und eben auch in Kindertagesstätten zum Beispiel habe ich schon mal eine Fortbildung dazu gegeben, wie man damit umgehen kann, wenn tatsächlich ein Todesfall eben im Kindergarten oder in der Schule vorkommt. Genau, du hast Familienpsychologie studiert. Genau, also ich habe darin promoviert, ja. Und habe eben in meinem Lehramtsstudium den Schwerpunkt eben auch gehabt, okay. Genau. Ja, warum ist es so wichtig? Also ich selber habe ja gerade, ich war kurz davor, dass mir die Tränen in die Augen gestoßen sind, als ich von meiner Geschichte erzählt habe. Empfindest du es auch als sehr wichtig, über Trauer zu sprechen mit den Kindern? Ja, auf jeden Fall, weil die Sache ist ja die, dass dann, wenn man der Trauer Raum gibt, sie auch wieder gehen kann und dass sie verarbeitet werden kann, erst dadurch, dass man ihr wirklich Raum gibt. Und im Grunde ist Trauer eine richtige Basisemotion. Also so kann man davon sprechen. Es ist eine Emotion, die ist in jedem Menschen veranlagt. Und eigentlich hat auch jedes Kind diese Kompetenz, mit Trauer umzugehen. Mhm. Es ist nur ganz, ganz wichtig, dass wir die Kinder dabei begleiten und ihnen die Trauer auch zugestehen. Mhm. Und wenn wir das nicht tun, kann es eben passieren, dass diese Trauer verdrängt wird, ja, und eben nicht ausgedrückt, nicht rausgelassen wird. Und dadurch können wirklich auch psychische Belastungen entstehen. Und deswegen ist es so wichtig. Und ganz viele Kulturen zum Beispiel haben ganz viele Riten, mit Tod umzugehen. Und das ist ja was bei uns in unserer Gesellschaft, in unserer westlichen Gesellschaft eher weniger der Fall ist. Ja, also Tod wird sehr stark totgeschwiegen. Ja, es ist ein richtiges Tabuthema geworden in unserer Gesellschaft. Mhm. Ich weiß zum Beispiel, dass meine Freundin, da findet keine Beerdigung statt, sondern eine Trauerfeier von einer unabhängigen, Vereinigung. Und das findet wirklich ganz anders statt. Und ich freue mich da richtig drauf, dass ich die Möglichkeit habe, dank der Familie, die das so organisiert, mich so nochmal verabschieden zu können. Also wirklich diese Vorstellung, alle in Schwarz und der Sarg und die traurige Musik und das Foto wird nicht stattfinden. Mhm. Und da freue ich mich drauf, weil ich mich wirklich dann verabschieden darf dass es erlaubt ist, auch nicht so eine Schwere hat, sondern das ist ein Gefühl, Trauer ist ein Gefühl wie jedes andere auch. Genau, und das ist auch ein Gefühl, das man eben mit anderen auch teilen kann, die der Person auch nahe standen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Also gerade auch bei Kindern, es ist ganz wichtig, dass sie Gleichaltrige haben, mit denen sie das Ganze teilen können. Okay. Das ist ganz spannend, weil häufig ist ja so, dass gerade die Mama oder der Papa, wenn es jetzt eben eine ganz enge Bezugsperson war, selber sehr in der Trauer stecken. Und dann natürlich manchmal auch nur bedingt in der Lage sind, dann ganz feinfühlig auf das Kind zu reagieren. Ich meine, du hast es wundervoll gemacht mit deiner Tochter, nur es war für dich natürlich auch sehr belastend. Und es ist eben auch so, dass Gefühle ja bekanntlich ansteckend sind und deswegen ist es so wichtig, dass Kinder die Möglichkeit bekommen, mit gleichaltrigen Kindern auch darüber zu sprechen. Deswegen ist es auch so wichtig, das zum Beispiel im Kindergarten dann zu thematisieren oder in der Schule zu thematisieren. Also auch da die Lehrer oder auch die Erzieherinnen mit einzubeziehen, wenn es einen Trauerfall in der Familie gab. Dass sie Bescheid wissen. Genau, und dass das angesprochen wird, wirklich in der Gruppe. Weißt du, meine Tochter hat mich dann gefragt, Mama, du weinst wieder. Ja, also ich habe dann irgendwie das war so Phasen in diesen 4,5 Stunden, 4 Stunden. Dann überkam es mich. Ich habe gesagt, ja, weißt du, ich bin so traurig gerade und gleichzeitig bin ich gerade total glücklich, mit dir hier zu sitzen. Mhm. Also auch, dass beides möglich ist. Wir können auch zwei Gefühle gleichzeitig haben. Ja. Und auch wichtig, dass dieses Gefühl von traurig mit ihr gerade gar nichts zu tun hat. Ja, war ganz wichtiger Punkt, weil ja Kinder dann auch dazu neigen, sich immer schuldig zu fühlen. Ja, also auch wenn ein Mensch geht, ist es wichtig, den Kindern zu erklären, das hat nichts mit dir zu tun. Mhm. Ja, die Person ist gestorben. Und weil Kinder denken, sie sind schuld daran. Mhm. Weil oft hat man ja gerade, wenn jetzt zum Beispiel Mama oder Papa stirbt, hat man ja manchmal schlechte Gedanken gehabt über die Eltern. Und Kinder haben dann in dem Moment totale Angst, dass sie schuld sein können. Jetzt habe ich das gedacht und dann ist du wolltest einleitend noch was über die 3 Entwicklungsphasen sagen, wie unterschiedlich da Trauer aussehen kann, bevor wir zu den Fragen von Instagram kommen. Ja, also im Grunde
Also rein aus entwicklungspsychologischer Sicht ist es halt spannend zu verstehen, was zum Beispiel ein Kleinkind überhaupt unter Tod versteht. Mhm. Ja, also grundsätzlich kann ein Kleinkind sich noch überhaupt nicht vorstellen, was Tod überhaupt ist. Nee, habe ich ja gemerkt. Ja, ganz also, genau. Ja, das Tochter ist ja, 3,5 und irgendwann habe ich mich auf den Boden gelegt. Und dann fing sie an, irgendwie sich ein Bild davon machen zu können. Genau, ja. Und im Grunde das Einzige, was die Kinder in diesem Alter haben, ist, dass sie verstehen, dass jemand weggeht und dann aber wiederkommt. Ja, also die können sich verstehen, nachvollziehen, dass es halt für eine kurze Zeit so ist, dass eine Person weg ist. Und nein, die ist aber nie mehr wieder, können sie gar nicht nachvollziehen. Nein, ganz schwierig. Aber sie spüren natürlich die Gefühle des Gegenüber. Sag mal, also die erste emotionales Gedächtnis haben sie in dem Alter schon extrem. Und erste Entwicklungsphase nochmal für alle, die unseren YouTube-Kanal noch nicht kennen, ist sagen so von 1 bis 3 Jahre. Genau. Genau. Und dann würde ich so in die nächste Phase gehen, so das Vorschulkind, ja, so von 4 Jahre bis dann zur Schulzeit, so bis 6 Jahre. Und da ist es ganz spannend, dass die Kinder anfangen, den Tod zu erforschen. Mhm. Also es gibt ja zum Beispiel dann Kinder, die draußen im Gebüschen die toten Vögel suchen und dann mal schauen und zum Beispiel auch das Gänseblümchen wieder in die Wiese stecken, um zu gucken, ob das dann nicht wieder anfängt oder zu leben. Oder was passiert mit der Ameise, wenn ich da jetzt mit dem Stock und nochmal, die bewegt sich ja gar nicht mehr. Ganz genau. Wo wir dann sagen, das macht man nicht, ja, sondern einfach zu gucken, du wolltest gerade was ausprobieren, die Ameise bewegt sich gar nicht mehr. Ja. Genau, und das ist ja ganz spannend, weil ganz wichtig ist es, das den Kindern zuzugestehen, dass sie diesen Entwicklungsprozess auch, was das Thema Tod angeht, durchleben dürfen, ja. Und auch da ist den Kindern aber noch unklar, dass jemand tatsächlich nie wiederkommen kann. Auch da gehen sie davon aus, dass eben auch dieses Tier irgendwann wird schon wieder. Genau. Du weißt, was meine Tochter gesagt hat dann? Die hat ja einmal gesagt, dass meine Freundin dann Bescheid sagt, wenn sie wiederkommt. Ja. Und ganz interessant, immer noch, ich bin ja auch immer noch in der Trauerphase, kommt sie manchmal und bringt ihr Spieltelefon. Also es ist gar kein Telefon, das ist eine Fernbedienung. Aber es ist ihr Telefon. Sagt sie, hier, deine Freundin ist dran. Ja. Ja. Also sie gibt mir das Telefon, um mir zu sagen, dass meine Freundin am Apparat ist. Ich telefoniere dann auch kurz mit ihr. Ja, und das ist ganz schön, wenn du darauf eingehst, weil im Grunde zeigst du ihr dann auch, dass sie im Herzen immer noch da ist. Ja, ist sie auch. Und weißt du was, wie mir das hilft, Martina? Weil ich Kontakt in dem Moment aufnehme und ihr wirklich, ich sag ihr dann auch wirklich Dinge, die ich ihr gerne sagen möchte noch. Ja. Ach ja, das ist ganz rührend. Ja. Ach, Mausi. Da bin ich gerade ganz mitgenommen für dich und der kleinen Teilzeit. Ja, es ist wirklich, also ich habe, deswegen war mir, dann habe ich gesagt, ich möchte dieses Thema unbedingt auf den Tisch bringen. Ich habe natürlich großen Respekt auch davor, habe überlegt, was erzähle ich, was nicht, weil ich so gespürt habe, wie wichtig das ist, mich zu erklären, mir gleichzeitig Empathie zu schenken, meine Tochter aufzufangen, Raum dafür zu geben. Und ich habe so viel auch nochmal dadurch gelernt und erfahren dürfen, wirklich. Ich bin ganz dankbar und gleichzeitig stecke ich natürlich mitten im Prozess drin. Und ich sehe das wirklich zwischen meiner Tochter und mir, weil sie in dem Moment einfach da war, sie hat sofort gespürt, als Geschenk für unsere Bindung. Ja. Ja. Weil da ist so viel passiert, wie wir miteinander gesprochen haben und auch jetzt immer noch darüber Und sie sprechen. Hat dir auch so viel gezeigt davon, wie weit sie eigentlich auch schon ist, was gewaltfreie Kommunikation angeht. Ja, ja, das ist wirklich beeindruckend. Ja, und im Grunde, also jetzt, nachdem wir das Vorschulkind gerade angesprochen haben, geht es dann weiter mit dem Grundschulkind. Und da ist es dann wirklich so, dass Kinder schon wissen, dass einfach das Leben endlich ist. Ja. Also da lernen sie ja auch so Sachen wie der Jahreskreis. Ja, das Jahr geht zu Ende und es gibt immer einen Anfang und ein Ende. Und es ist auch wichtig, eben diese Dinge mit Kindern in dem Alter auch zu thematisieren. Ja, es ist einfach so, die Babys werden geboren, es gibt Menschen, die sterben. Und es ist der Kreislauf auch im Leben, diese Vergänglichkeit. Leben, genau. Und ganz spannend ist, ich mache auch ganz oft eben Trauerarbeit in der Grundschule mit den Kindern und da ist es spannend, dass die Kinder immer noch eine Vorstellung von einem Menschen haben, wenn es um den Tod geht. Also die stellen sich den Tod immer als Mensch vor, wie der Sensemann zum Beispiel oder es ist meistens noch in Form einer Person. Genau. Und sie bringen es auch immer noch in Verbindung mit, dass es eher eine Strafe ist für irgendwas, der Tod oder das ist. Ja, das ist ganz spannend in der Grundschulzeit. Und da, wichtig wäre mir noch zu sagen, dass auch wenn ein Kleinkind und ein Vorschulkind das noch gar nicht greifen kann, ja, also verstehen kann, die emotionale Reife ist durchaus da. Nur sie können den Tod noch nicht verstehen, bildlich auch nicht sehen da in dem Alter. Das heißt nicht, dass wir nicht drüber sprechen, da kommen wir später nochmal zu. Ja, das heißt nicht, dass ich nicht mit Ihnen über Trauer spreche. Genau. Es ist, also ich finde es da ganz wichtig, eine Balance zu finden im Sinne von,
die Kinder spüren natürlich auch die Trauer des Gegenüber. Das heißt, wenn jetzt wirklich ein Familienmitglied verstirbt und also wenn zum Beispiel der Papa stirbt der Familie, dann fände ich jetzt auf Dauer das zu belastend für ein Kind, wenn das Kind immer nur mit der Mama alleine wäre und diese Trauer der Mama spüren würde. Auf gar keinen Fall. Also es ist ganz, ganz wichtig, als Gegenpol eine weitere Bezugsperson zu haben, die nicht ständig in dieser tiefen Trauer hängt, weil eben diese Gefühle so ansteckend sind. Ja, und weil auch das Kind ganz schnell dazu neigt, den Eltern die Gefühle abzunehmen, und in dem Moment dann extra stark für die Eltern sein zu wollen. Also drüber reden, eine Balance finden. Ich habe immer noch ein kleines Kind vor mir. So ist also es, was, was bespreche ich dann auch mit einem anderen Menschen? Auch ich kann ja, es geht nicht darum, mit dem eigenen Kind seine Trauer zu bewältigen. So ist es, ganz darum wichtig. Darum geht's nicht. Ja, also es ist wichtig, das anzusprechen. Ich finde, du hast es an diesem Tag wirklich absolut liebevoll und bindungsorientiert begleitet. Also ich war beeindruckt, wir haben ja telefoniert an dem Tag und es ist genau diese Balance, ja, weil sie hat ja gleichzeitig dann auch deinen Mann gehabt und der für sie da sein konnte oder dass du auch für dich den Raum hattest, deine Trauer auch zu bewältigen. Mhm. Ja. Mhm. Die Pubertät hatten wir noch, ne? Genau, die Pubertät. Da ist es dann wirklich so, dass die Kinder schon verstehen, dass Tod wirklich bedeutet, dass man auch einen ganz lieben Menschen verliert, eine Bezugsperson verliert. Also das Ausmaß von Tod wird Kindern wirklich dann erst so in diesem, ja, in diesem Übergang von der von der Grundschulzeit in die Pubertät richtig bewusst. Dann wird's so real. Mhm. Ja. Ja, und natürlich auch zusammenhängend mit der Pubertät ist es so, dass die Kinder dann ganz starke Gefühlsschwankungen haben können und ganz schwer nur damit umgehen können. Und das heißt nicht immer, dass sie nur traurig sind, sondern dass sie auch wütend sein können, aggressiv sein können, ja. Also alles, was so damit zusammenhängt, weil oft denkt man ja, die Kinder sind einfach immer nur traurig. Nee, so ist es nicht. Sondern die haben ganz andere Gefühle noch. Eigentlich so wertvoll, sich das mal anzugucken. Ja. Davon auch selber was überschwappen zu lassen. Darf ich zu den Fragen kommen? Ja, gerne. Also ich habe versucht, die Flut an Fragen zu komprimieren in Hauptthemen und würde gern anfangen mit diesem Thema, wie kann ich die Angst vorm Tod nehmen? Und das fand ich total spannend, wieso davon ausgegangen wird, dass jemand Angst vorm Tod hat. Ja, wahrscheinlich diese Angst. Also ich denke jetzt mal, die Mama, die diese Frage gestellt hat. Mehrere Mamas, ja. Das hängt damit zusammen, dass eben diese Menschen selbst extreme Angst wahrscheinlich vor dem Tod haben. Das heißt, dass ihnen in ihrer Kindheit dieser bewusste Umgang mit Tod wahrscheinlich nicht beigebracht wurde, weil eben in unserer Gesellschaft das alles so totgeschwiegen wird. Und ich kann dazu nur sagen, der ganz offene Umgang mit Tod im Alltag. Also ich habe ein Beispiel, wir waren jetzt letztes Jahr mit meiner Schulklasse, war ich in der Oper Kannst du pfeifen, Johanna? Wunderschöne Oper. Und da ist eben auch so, dass ein Junge einen Großvater kennenlernt, also sich einen eigenen Großvater holt, der im Altenheim wohnt und der verstirbt am Schluss. Und ja, da ist eben auch dann die Diskussion gewesen, sollen wir da mit den Kindern hin? Das ist ja so ein schwieriges Thema für die Kinder. Und ich finde, das ist ein alltägliches Thema. Es war ganz traurig. Wir haben selber geweint, auch in der Klasse, als wir das Buch gelesen haben. Und dann haben wir die Oper angeschaut. Und es ist aber einfach, ja, das normale Leben. Und Kinder sollten immer und immer wieder mit dem Thema konfrontiert werden. Und dann, ja, können die Kinder auch entsprechend begleitet werden und einen Umgang damit lernen, sodass sie keine Angst mehr davor haben. Genau, das, ja, im Grunde genommen, dass es zum Leben dazugehört und dass ich immer mal drüber spreche. Und es kann ja auch sein, dass bei dem einen, es gibt ja auch Bücher dazu, ja, dass bei dem einen Buch mein Kind kaum reagiert. Genau. Dann ist gerade kein Gesprächsbedarf da. Und beim anderen Mal, ich lese das Buch 3 Wochen später, ist auf einmal ein Redebedarf da. Und dann, dass ich das zulasse und dass wir kurz drüber sprechen und dann lasse ich es auch wieder gut sein. Genau. Ja, oder viele Kinder haben ja zum Beispiel auch Haustiere. Und da ist es ja auch so, dass immer wieder die Haustiere auch sterben und dann ist auch die Frage, wie gehe ich damit um, ja? Kaufe ich gleich ein neues Haustier oder lasse ich meinem Kind wirklich den Raum, sich zu verabschieden, dem Haustier ein Grab irgendwie im Garten? Genau, auch gemeinsam zu überlegen, wo du gerade sagtest, dass eben Tod zum Alltag dazugehört, zu integrieren, mal zu gucken, was gibt es da für Riten, ja? Was kann ich mit meinem Kind alles machen? Und da fordere ich auch auf zur eigenen Kreativität und auch Kinder haben wundervolle Ideen, auf die wir gar nicht kommen würden. Und ich würde hier einfach mal pauschal raushauen, das tote Haustier wird nicht ersetzt erstmal, sondern wir lassen der Trauer den Raum, wir gucken, wie wir uns verabschieden können. Und irgendwann kommt der Punkt, wo wir fragen können, sind wir bereit, als Familie ein neues Tier willkommen zu heißen oder vielleicht auch nicht. Ja.
Ja, keiner wird ersetzt. Es ist auch niemand ersetzbar. Nee, weil sonst sind wir wieder bei dem Punkt Ersatzbefriedigung, ja. Das ist bei jedem Gefühl. Also es ist einfach wichtig, diesem vermeintlich negativen Gefühl den Raum zu geben, ja. Es ist ja eigentlich gar kein negatives Gefühl. Nein, es fühlt sich halt einfach nicht so schön an. Wir können auch gucken, wo fühle ich das? Mhm. Ne? Also kann sein, dass das Kind sagt, es fühlt es im Bauch, in den Händen, in den Füßen, egal wo. Aber guckt mal, einfach drüber sprechen, wo spüre ich das? Und wie fühlt sich das an? Bei dem einen kribbelt's, bei dem anderen blubbert's, bei dem anderen piekt's, bei dem anderen zieht's, bei dem anderen macht's Töne. Ist es eng, beim nächsten ist es weit. Genau. Ja, also gerne auch mal mit dem Kind da auf Erforschung gehen. Auf Fühlungstaste, also mir fehlen die Worte. Also, und wenn ich das denke, wie kann ich meinem Kind die Angst vorm Tod nehmen? Also erstmal diese Impulse, die wir gerade gegeben haben, und auch mal gucken, wenn ich überhaupt dieses Thema habe, Angst vorm Tod, mal bei mir selber zu gucken. Also das wäre jetzt auch der erste Gedanke gewesen, den ich gehabt habe, als du es erzählt hast. Mhm. Weil ich denke, wenn die Angst vorm Tod eben bei den Eltern schon so stark ist, ist eben die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man diese Angst auch aufs Kind überträgt. Genau. Und wie kann ich Tod erklären? Du hast eben die 3 bis 4 Entwicklungsphasen sind wir durchgegangen. Zum Beispiel mein Beispiel, dass ich mich irgendwann auf den Boden gelegt habe. Ist das eine Form von, ich versuche das zu erklären? Es ist eine Form, also es ist natürlich so, dass die Kleine trotzdem nicht versteht, dass selbst wenn die Person da tot da liegt, dass sie denkt trotzdem, dass sie wiederkommt. Ja, natürlich. Nur ich es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die Frage zu beantworten, zu versuchen, die sie hatte. Zu beantworten, genau. Und das Ding ist, ich werde einem 3-jährigen Kind den Tod nicht erklären können. Nein, ich kann nicht möglich. Versuchen, es verständlich zu machen irgendwie, aber es wird es nicht verstehen. Wir haben es eben von dir gehört, es kann es gar nicht verstehen. Ja, aber ich bin ein absoluter Verfechter von Klarheit, was das angeht. Das heißt, wirklich sagen, die Person ist gestorben. Ja, und nicht, die Person ist tot. Opa ist im Himmel. Genau, oder auch nicht, die Person ist weit weg. Oder eingeschlafen. Also erstens mal, wenn man sagt, die Person ist weit weg, bedeutet das, dass die Kinder vielleicht denken, oh Gott, sie ist weit weg und sich alleine fühlen. Ja, das ist sozusagen diese Verlustangst noch verstärkt. Und wenn man zum Beispiel sagt, ja, im Himmel oder das war Gottes Wille oder was auch immer, das führt einfach, das können Kinder nicht abstrahieren. Ja, und vor allem ist eingeschlafen, ist dann, ich traue mich nicht mehr einzuschlafen. So kann passieren. Angst vorm Schlaf. Verhaltensstörungen daraus, es können Verhaltensweisen, eine Verhaltensstörung daraus entstehen. Oder oft sagt man ja auch, die Person war krank. Also auch das würde ich jetzt erstmal, solange das Kind es noch nicht fasten kann, weglassen, sondern weil die Kinder dann immer denken, wenn sie selber einen Schnupfen haben, sie können sterben, Also auch da darf man ganz vorsichtig sein und erstmal einfach ganz klar davon sprechen, die Person ist gestorben und das auch immer wieder ansprechen. Und dann hat meine Tochter gefragt, warum? Und da habe ich dann, ich war ja auch im Schockzustand, und da habe ich tatsächlich dann gesagt, weil sie hatte etwas im Körper, was da nicht hingehört, und der Körper hat es nicht geschafft. Also ganz wichtig ist, wenn man das mit der Krankheit auch erklärt, dass du es so genau erklärst, und dass man auch sagt, sehr, sehr, sehr krank. Also das habe ich gesagt, und vor allem also nicht nur eine Erkältung oder ein Schnupfen, genau, habe ich noch sehr, gesagt, sehr guck mal, und du hattest gestern einen Schnupfen, das ist etwas, was der Körper alleine schafft. Genau. Ja. So, und ich merkte schon, ich begebe mich ein wenig auf Glatteis, nur irgendwie, wenn dann er ist gestorben, warum denn? Und ich möchte ja irgendwie versuchen, eine Antwort zu geben. Und wirklich hier der Impuls, versucht, so klar wie möglich zu sein. Ja, und auch wichtig, diese Fragen, die kommen, wirklich auch beantworten und nicht unterdrücken. Also den Fragen Raum geben und gleichzeitig aber auch nicht nachbohren. Nee, also genau. Das finde ich auch ganz wichtig, sobald Fragen kommen von den Kindern, dann möchten die auch beantwortet werden. Jetzt. In diesem Moment. Es wird auch Phasen geben, da werden Kinder gar keine Fragen stellen und werden mit sich beschäftigt sein. Ja. Und diese Fragen kommen halt auch Tage später wieder, die kommen einen Monat später. Ja. Nicht, jetzt habe ich dir doch schon 5-mal erklärt, sondern die Frage kommt, sie wird in dem Moment beantwortet, so klar, wie es gerade geht. Zeigt das Kind irgendwelche Gefühle, gehe ich drauf ein. Ja. Ansonsten Frage beantwortet, weiter geht's. Absolut, okay. Dann war die Frage häufig, wie kann ich mit Verlustangst umgehen, also dass noch mehrere Menschen weggehen. Also bei der Frage habe ich nicht ganz verstanden, ist es die Sorge des Elternteils, dass wenn jetzt ich die von diesem Verlust erzähle, dass dann passieren kann, dass diese Verlustangst auftritt, oder war sie beim Kind tatsächlich da? Ich glaube, wenn sie beim Kind
auftritt, dann ist einfach keine Klarheit da. Mhm. Dann auch da klar zu sagen, das ist bei dem Menschen so gewesen. Mhm. Ja. Oder, also da bin ich mir jetzt unsicher. Also es ist so, wenn natürlich eine Person stirbt, ist es bei Kindern eigentlich so, dass sie erstmal verstärkt Verlustangst haben. Mhm. Also diese Verlustangst wird durch Tod in der Familie einfach sehr stark ausgelöst. Mhm. Ja, das ist aber auch nichts Negatives, sondern auch da ist die Frage, wie gehe ich damit um? Wenn diese Verlustangst liebevoll begleitet wird, wenn sie da sein darf, und man sagt auch, ja, du hast da jetzt Angst, ja, dass noch jemand geht. Mhm. Und wenn man dann sagt, ich bin in Sicherheit und alle hier sind in Sicherheit und alle sind gesund. Du möchtest, dass alle da bleiben. Ganz genau. Also auch da in die Empathieschleife, wie du immer so schön sagst, gehen und ja, dem Kind auch diese Verlustangst lassen. Auch das lassen, ja. Und dadurch legt sich das, weil es ist auch so, dass dieser Trauerprozess ja Zeit braucht und der durchläuft ja auch verschiedene Phasen. Klär uns doch mal auf. Das heißt, so der erste Moment ist ja auch bei uns Erwachsenen so, erstmal diese Schockphase. Ich war komplett im Schock. Also ich habe Gesichtsstarre gehabt. Ja. Man kann es einfach nicht fassen. Nein. Ja. Das, vor allem dann, wenn man sich nicht drauf vorbereiten konnte. Ja. Es war ja bei dir so, du warst ja einfach, ja, wie aus dem Nichts kam das für dich. Und dann ist eben so diese zweite Phase wirklich da, wo das erstmal anfängt, weh zu tun, wo man realisiert und diese, das sagt man, das ist die Emotionsphase, wo es ganz stark wird. Und dann gibt es die dritte Phase, die heißt Ambivalenzphase. Das heißt, da kommt alles Mögliche, ja, wo man wütend ist und es aber nicht wahrhaben möchte. Und das ist auch so die Phase, wo dann die Kinder nicht getröstet werden wollen und die Eltern wegschieben, weil sie es einfach nicht wahrhaben wollen. Ja. Mm. Das also ist bei vielen Kindern, dass sie dann auch so tun, als wäre die Person einfach noch da, weil sie es nicht verkraften würden, in dem Moment es wirklich zu realisieren. Ja. Mm. Und deswegen, es dauert halt eine Zeit, bis man diesen Anpassungsprozess geschafft hat. Und würdest du schon sagen, dass diese Phasen bei jedem Menschen, die haben jetzt, sie ist unterschiedlich lang. Mhm, ne? Auf und jeden Fall. Ich glaube, es kann auch mal sein, dass jemand in der Emotionsphase dann in die, wie heißt die dritte Phase? Ambivalenzphase. Die Ambivalenzphase und dann vielleicht auch nochmal zurück in die Emotionsphase rutscht. Ja. Also das wie so ein, ja, wie so eine Schaukel. Ja. Und das ist auch, wie gesagt, von der Länge her, oft werde ich gefragt, wie lange dauert es denn, ja, bis dieser Prozess irgendwie durchlaufen ist. Und gerade diese Schockphase kann wirklich bis zu 3 Wochen dauern. Ja, also das ist auch zum Beispiel bei Traumata so, dass man sagt, so 3-4 Wochen ist erstmal einfach Schock. Ja, und das, diese Zeit, die darf man den Kindern und natürlich auch sich selbst geben in der Trauerphase. Das heißt, Trauer heißt nicht gleich weinen. Nein. Nein. Ganz wichtiger Punkt, ja. Es ist ja auch so, dass man immer davon ausgeht, dass die Kinder dann weinen, ja, und traurig sind. Und das ist halt auch so was, was oft Erwachsene dann völlig irritiert. Ich hatte erst ein Gespräch mit einer Beratung und die Mutter meinte ja, dann hat die Kleine mich gefragt, ob der Papa jetzt immer noch die Handyrechnung bezahlt. Ja, also sie hat sich in dem Moment, das ist eine Form des Umgehens damit. Ja, also das Kind war. Und dann könnte ich sagen, machst du dir Sorgen, dass unsere Rechnung nicht mehr bezahlt wird? Genau, ja, weil bisher hat halt der Papa die Handyrechnung bezahlt. Und da ist das Kind ja schon kurz davor, Verantwortung zu übernehmen. Ja, das ist so der Punkt, weil sie gemerkt hat, die Mutter war in starker Trauer. Ja, und gleichzeitig hat es aber auch die Mutter verletzt und getroffen. Mhm. Sie war total getroffen deswegen, weil sie gesagt hat, ja, das gibt's doch nicht, mein Kind. Das ist gar nicht richtig traurig. Das weint ja gar nichts, sondern das fragt nur nach der Handyrechnung. Was soll das denn? Ganz wie genau. Oberflächlich ist mein Kind denn? Genau, und ganz oft zeigen Kinder Verhaltensweisen, die für uns Erwachsene unverständlich, nicht nachvollziehbar sind. Erstmal nicht nachvollziehbar, ja. Ist denn bei den drei Phasen, kommt noch eine vierte Phase, ne? Ja, es kommt die Phase, in der man es akzeptieren kann, in der man sozusagen, ja, diese Realität akzeptieren kann, dass diese Person nicht wiederkommt. Also man sagt gerade die ganze Zeit, in welcher Phase ich mich gerade befinde. Ja, es ist ja nicht nur für Kinder so, das gilt ja für alle Menschen. Ne? Mhm. Ja, und dann, wenn du die vierte Phase erreicht hast, die braucht ja wahrscheinlich auch nochmal einen Moment, können wir dann irgendwann sagen, dass die Trauerphase beendet ist. Ja, und dann ist es im Grunde so, dass man natürlich noch traurig ist, wenn man daran denkt, einem wieder bewusst wird in verschiedenen Momenten, dass man die Person vermisst. Nur, dass diese extrem starke Trauer einfach nachlässt. Also es fühlt sich weicher an. Ja. Und
Was tun, wenn das Kind nicht trauert, wurde ich gefragt. Wir haben gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Das Kind trauert auf jeden Fall. Nur es trauert auf seine eigene Weise. Ja. Mit vielleicht dem Wissen jetzt, dass es diese 4 verschiedenen Trauerphasen gibt in der großen Trauerphase. Und dass das Kind eben Verhaltensweisen an den Tag legt, die jetzt nicht konform sind mit unserem Verständnis von Trauer. Gleichzeitig das Kind damit zu akzeptieren und zu gucken, an welchem Punkt ist es gerade? Wo kann ich es unterstützen? Also wie bei deiner Klientin, dann wirklich sagen, aber du machst dir gerade Sorgen, dass die Handyrechnung nicht bezahlt wird. Ja, ja, weil der Papa weg ist. Mhm. Ja. Und dann sagen, weißt du, ich kümmere mich darum jetzt. Ich bin da. Ja. Und aber auch mit dem Wissen, dass natürlich das Wesen des Kindes ein anderes ist wie das Wesen der Erwachsenen. Das heißt, Kinder sind ja auch in einer Trauerphase immer wieder in sehr, sehr, wie soll ich sagen, achtsamen Phasen. Also die können das auch einfach anders abschalten. Das heißt, wenn die jetzt im Spiel vertieft sind oder wenn sie abgelenkt sind von irgendwelchen anderen Dingen, vergessen die auch mal diese Trauer. Ja, wie schön. Ja, und das ist was wir Erwachsenen ja dann nicht tun. Und auch, das ist auch eine Schutzstrategie, die Kinder dann haben, dass sie sich einfach im Spiel oder ja mit Freunden dann ablenken. Also erstmal dieses Bewusstsein, jeder trauert auf seine eigene Weise. Es gibt die 4 verschiedenen Phasen und dass es auch okay ist, mal einen Moment eben nicht traurig zu sein, obwohl ich in Trauer bin. Ja. Und eben auch dann zu ermöglichen, dass Personen da sind, die auch nicht in Trauer sind, die jedoch trotzdem bindungsorientiert auf das Kind eingehen können, sollte dann irgendwie was zur Sprache kommen. Und wichtig das Thema auch gewesen bei der Umfrage, wie kann ich mein Kind auf einen Verlust vorbereiten? Zum Beispiel der Hund ist schwer krank, ein Familienmitglied ist schwer krank, der Vogel, wir wissen, der Vogel wird sterben. Wenn ich das weiß, war die Frage, sage ich meinem Kind das? Ja. Ja, natürlich. wie kann ich mein Kind vorbereiten? Also ich finde, wir haben schon viele Impulse gegeben, erklären, in welchem Zustand sich dieser Mensch oder das Wesen befindet. Ich würde jetzt bei Kindern, ich weiß nicht, wie du das siehst, würde ich erstmal jetzt keinen Unterschied zwischen dem Haustier machen und dem Opa, weil das Kind hat zu beiden eine Bindung. Ja, so ist es. Es ist ja ein Familienmitglied, auch ein Haustier. Genau. Und einfach den Zustand erklären. Ja. Und was können sie noch tun? Also wenn klar ist, dass die Person sterben wird. Davon gehen wir aus gerade, ja. Ja, dann würde ich darüber sprechen. Mach mal ein Beispiel. Ich würde sagen, ja, also zum Beispiel, der Hase ist sehr, sehr krank. Ja. Ja. Das kann der Arzt nicht mehr heilen. Mhm. Ja, und das Haustier wird irgendwann sterben müssen. Mhm. Ja. Und vielleicht dann auch tatsächlich fragen, ja, wie das für das Kind ist. Und ja, oder wie jetzt gerade zum Beispiel, so ein Moment wie gerade zwischen uns, so eine Stille darf ja auch mal sein. Ja. Wir müssen nicht dann sofort erstmal gucken, was kann mein Kind gerade aufnehmen, wie alt ist mein Kind überhaupt? Also das ist ja klar bei der Frage, wie bereite ich mein Kind auf Verlusten, auf einen Tod vor? Wir haben vorhin drüber gesprochen, die verschiedenen Entwicklungsstufen, ja, mit dem Wissen jetzt, was ich habe, entsprechend das Kind zu begleiten. Ja, kommen Gefühle hoch, die Gefühle dürfen sein. Genau, wir können Fragen, auch, kommen beantworten, Fragen. Beantworte ich die Fragen ganz klar. Genau, und wir können gemeinsam vielleicht überlegen, hast du Interesse, dass wir überlegen, wie wir uns verabschieden wollen? Was möchtest du gerne noch mitgeben? Möchten wir, ne? Keine Ahnung, also da können ja Ideen entstehen, die können so kreativ sein. Ja, und auch gerade das Verabschieden ist eben ein ganz, ganz wichtiges Ritual im Umgang mit Tod und Trauer. Dass man den Kindern die Möglichkeit gibt, diese Rituale im Alltag zu integrieren. Das können Bilder sein, das können Briefe sein, die noch geschrieben werden. Fotos. Ja, also zum Beispiel meiner Oma geht's auch gerade ganz schlecht. Mir war es einfach ganz, ganz wichtig, ihr nochmal einen ganz langen Brief zu schreiben, um ihr alles zu sagen. Ja, das ist ja oft so, dass man dann auch sagt, ja, man konnte nicht mehr alles mitteilen. Und das war für mich auch ganz heilsam, das jetzt alles eben schon mal von der Seele geschrieben zu haben und nochmal gesagt zu haben. Und zu wissen, dass der andere Mensch das auch weiß, was er dir bedeutet. Mhm. Ja. Also nicht nur Trauerriten, auch Abschiedsriten sind herzlich willkommen. Und lass die Kinder mitmachen, mitgestalten, je nach Alter, was sie für Ideen haben und auch da wertfrei, was ich finde, was jetzt zu machen ist. Also ich würde vielleicht gern einen Brief schreiben. Es kommt vielleicht für ein 3-jähriges Kind gar nicht in Frage. Das möchte vielleicht eine Kerze basteln oder wo ich dann sage, ja, aber da kann derjenige doch gar nichts mehr mit anfangen.
das wirklich stehen lassen. Also was da für Ideen kommen, nicht zu werten, geht das nicht. Versucht es möglich zu machen. Vor allem kommt von Kindern ganz, ganz viel, ganz viele Dinge, auf die Erwachsene gar nicht erst kommen. Ja, also ich muss dir ja ganz ehrlich sagen, die Idee meiner Tochter mit dem Telefon ist doch sensationell. Ich telefoniere regelmäßig mit meiner Freundin. Das ist wirklich rührend. Ja, absolut. Das war die Vorbereitung jetzt, oder? Auf das Sterben gerade die Frage. Ja, die Frage war die Vorbereitung auf den Verlust. Wie wir die Trauer begleiten, haben wir, glaube ich, schon einiges drüber gesprochen. Es gab noch die Frage, warte mal, wo habe ich die jetzt? Bitte verzeih. Es ging darum, wie ich die Trauer, also wenn ich ein Baby habe, wie ich das dem Baby zeige, wie ich damit umgehe. Das fand ich eigentlich auch sehr spannend. Es ist sehr spannend und es ist tatsächlich auch gar nicht so einfach, weil wenn ich jetzt selbst als erstgewählte Bezugsperson ganz, ganz tief in der Trauer bin, ist es ganz, ganz wichtig, dass das Kind auch noch Nähe bekommt von einer weiteren Person, die nicht so stark von der Trauer betroffen ist. Das heißt, ich würde dann mir die Zeit auch nehmen, mein Kind auch der zweiten Bezugsperson abgeben, damit das Kind ganz viel Nähe auch von einer Person bekommt, die nicht in dieser extremen Trauer steckt. Also mal angenommen, ich bin die Mutter, ich habe den Vater zu Hause und ich bin in starker Trauer, dass ich sagen würde, du nimmst jetzt das Kind so und so lange und ich würde sogar raten, die Wohnung zu verlassen oder die verlassen die Wohnung, dass einfach die Gefühle mal raus sind, wie so auslüften. Das heißt natürlich nicht, dass man sein Baby gar nicht mehr zu sich nimmt. Nein, ich meine, ich rede jetzt hier zum Beispiel von einer Stunde oder so. Oder es kann ja auch, wenn Vater und Mutter trauern, dass das Kind von der Großmutter abgeholt wird. Also man findet eine Lösung und dann würde ich auch eine räumliche Trennung empfehlen, um mal, weil du ja gesagt hast, Gefühle schwappen über. Ja, Gefühle sind Anziehungskräfte, haben die da mal wie so Luft zu geben. Ja, weil man kann sich das echt so vorstellen, das Gehirn speichert wirklich diese Emotionen schon. Also gerade dieses Reptiliengehirn, das ja Babys schon recht ausgeprägt haben, da speichern Babys bereits diese Emotionen ab. Und deswegen ist es tatsächlich wichtig, da ganz achtsam mit umzugehen. Eine ganz wichtige Frage. Gleichzeitig würde ich auch empfehlen, auch mit einem Baby, kann man jetzt sagen, aber das Baby versteht ja nichts, nur es lernt ja zu verstehen. Es spürt auf jeden Fall all unsere Gefühle. Kann ja sein, dass ich jetzt die Situation habe, wir sind beim Wickeln zum Beispiel, und ich bin gerade traurig. Ich habe gerade eine tiefe, tiefe Trauer, dass ich kurz sage, weißt du, ich habe dich hier auf dem Wickeltisch liegen und ich kümmere mich um dich. Ich bin gerade sehr traurig, ich kümmere mich darum um mich, ich bin für dich da. Ja. Und das würde ich sagen. Ja, das werde ich auch immer gefragt, kann man das schon sagen? Natürlich, ja, auf jeden Fall. Weil es schwappt was über. Das ist ja ein, alleine ich liebe ja diesen Satz, entweder ich sag so oft zu meinen Kindern und ich kümmere mich um mich. Ja. Ich bin für mich verantwortlich, das sage ich so oft. Und was ich auch sage, ich bin für dich da. Genau. Ich kümmere mich um dich. Ja. Also wenn da Gefühle sind, ja. Also und ich redet mit Babys. Also ich rede jetzt nicht davon, eine Klinke an die Backe zu labern. Bitte nicht. Ich habe jetzt gerade, das war ein Satz. Ja. Weil es ist ja auch da logisch zu erklären. In dem Moment, wo du so mit deinem Baby sprichst, spürt dein Baby, dein Kind, dass du die Gefühle bei dir da sein lässt und bei dir annimmst. Und das ist das, was wir unseren Kindern vermitteln möchten. Wir möchten vermitteln, dass wir Menschen sind, die achtsam mit unseren eigenen Gefühlen umgehen. Ja. Ja, und das gibt Kindern Sicherheit. Da sind wir wieder so bei dem Punkt, dass sonst nämlich Kinder in so eine Unsicherheit bringt, wenn die nicht so richtig wissen, was ist denn mit Mama oder mit Papa los? Was kann ich tun? Genau, hat das was mit mir zu tun? Das ist verunsichert Kinder. Wie kann ich es wieder gut machen? Lässt sie minderwertig fühlen. Ja. Und wenn ich jetzt sage, ne, Situation auf dem Wickeltisch und ich habe das gesagt, ich wickel dich gerade, ich gerade bin ganz traurig, kümmere mich um mich, gleichzeitig bin ich für dich da und jetzt mache ich die Windel auf, das macht Ratsch, jetzt wische ich deinen Hintern ab, dass ich dann das erkläre, was wir tun, um im Hier und Jetzt zu sein. Dieses, ich kümmere mich um dich, auch wirklich, das zu tun und beschreiben. Also es gibt ja auch eine Podcast-Folge, GfK, ab welchem Alter? Ich glaube, das ist Folge Nummer 3 oder 4, bin mir gerade unsicher. Da geht es darum, wie kann ich mit Babys auch schon reden und auch schon im Mutterleib. Und da animiere ich dazu, eben Tatsachen zu beschreiben, Dinge zu benennen, was ich gerade tue. Das gibt unglaublich viel Sicherheit. Das ist wie, wenn wir zum Arzt gehen und überhaupt nicht wissen, was der macht. Ja. Wenn da einer ist und sagt, so Frau Weber, und jetzt legen Sie den Arm hier hin und jetzt machen Sie so und jetzt hole ich die Spritze, dann fühle ich mich gleich
aufgehobener. Geht uns nicht anders. Ja, und es ist auch gut, dass du es nochmal ansprichst mit den, ja, mit der Struktur und auch den Routinen, weil gerade in so einem Fall sind diese klaren Abläufe, die Strukturen im Familienalltag umso wichtiger. Umso wichtiger. Dass sich diese Dinge nicht verändern, egal wie stark ich auch als Mama und Papa vielleicht in der Trauer bin. Diese Routinen bleiben da und geben dem Kind weiterhin die Sicherheit. Zum Beispiel gerade das Schlafritual am Abend oder ja, das und wenn wenn ich jetzt was auch immer. Genau, und wenn ich jetzt sage, ich brauche eigentlich, ich bin in so einer Trauerphase, ich brauche einfach Momente für mich, Abstand, dass ich da ein Ritual entwickle, dass vielleicht derjenige, der mich ablöst, zur gleichen Zeit kommt oder immer zum gleichen Ort geht mit dem Kind, dass da Rituale entstehen quasi dadurch. Ach, da fällt mir gerade noch was ein zum Ort. Ja. Weil ich häufig die Frage bekomme, wo soll ich das denn dann erzählen? Ach so. Also wenn jemand gestorben ist. Ja. Und da empfehle ich immer, dass es wirklich ein Ort ist, der dem Kind sehr vertraut ist. Mhm. Ja, und es ist auch wichtig, dass natürlich, wenn eine Person gestorben ist, also ich kann es in meinem Fall auch mal sagen, zum Beispiel meine Lehrerin oder wie auch immer gestorben ist, dass es eine Person ist, die dem Kind ganz vertraut ist, die eben von dem Tod erzählt. Es darf nicht einfach irgendeine fremde Person sein, sonst ist es wichtig, dass das Kind wirklich oder auch die Klasse oder die Kindergartengruppe einen ganz engen Bezug also, zu der Also, dass da nicht Person einfach hat. Der Direktor reinkommt, so ungefähr, also so ein bisschen. Ja, das gibt alles, ja, dass dann plötzlich der Direktor kommt, sondern eine Durchsage halt, macht. Wird ja, vielleicht also, noch einen Tag gewartet und dann kommt die Vertrauenslehrerin rein und macht das. Ja. Wobei, da sind wir beim nächsten Punkt, das mit dem Warten. Also auch da ist es wichtig, dass man eigentlich so schnell wie möglich reagiert. Nur, das war jetzt gerade ganz wichtig, dein Impuls, es ist wichtiger, dass es die Bezugsperson ist, dann lieber warten, ja, nur dann so schnell wie möglich. Okay. Ja. Also so lang wie, so kurz wie möglich das Ganze verdrängen oder verheimlichen. Dann kam noch häufig vor, inwieweit kann ich meine eigene Trauer dem Kind zumuten und wie oft? Wir haben ja schon viel drüber gesprochen. Also auf jeden Fall zumuten, was heißt zumuten? Sondern das Kind ist sehr dankbar, wenn wir ehrlich sagen, was los ist. Auch da geht's um die Balance, denke ich. Ja, also wie gesagt, dass diese weitere Person da ist, die nicht so sehr betroffen ist, das würde ich tatsächlich empfehlen. Und dann aber genau das, was wir alle schon gesagt haben, das heißt, oder so wie du es gemacht hast, war es einfach auch vorbildlich. Und du merkst auch bei deinem Kind, wenn es genug ist. Ja. Also das fängt dann auf einmal an, von anderen Dingen zu reden. Dann lass es darüber reden und nimm nicht wieder den Faden auf, wir haben doch gerade über den Tod von gesprochen, sondern dann lass es laufen und das ist ein ganz klares, oder es fängt an, andere Dinge zu machen. Aufzustehen, wegzugehen, woanders hinzugucken. Das sind ganz klare Signale, mein Fass ist voll. Und wie oft du über die Trauer erzählst, naja, du siehst ja selber gerade an dem Beispiel meiner Tochter, die jetzt 4 Wochen später noch mit mir drüber redet. Also sie kommt von sich aus, ja. Das würde ich beobachten. Also nicht zwanghaft, sondern einfach gucken, kommt mein Kind, möchte es noch was wissen, was ist da? Ja. Und gerade wenn die Kinder auch älter sind, ist es zum Beispiel auch, finde ich, sehr, sehr heilsam, wenn man mit den Kindern auch über diesen Trauerprozess spricht. Das heißt, wenn man dann auch sagt, ja, jetzt vor 3 Wochen, da war ich noch richtig schockiert und heute bin ich jetzt noch ganz traurig, und aber langsam fühlt sich das Gefühl leichter an. Also das wirklich auch zu benennen. Ich sag mal jetzt zum Beispiel mit dem Wissen, was wir nach der Folge haben, kann ich auch sagen, du, ich bin gerade in der Schockphase und das wird jetzt wahrscheinlich noch einen Moment dauern. Also 1-2 Wochen kann das dauern. Ich bin auf jeden Fall gleichzeitig für dich da. Und auch eben zu verdeutlichen, dass es normal ist, also dass das dazugehört, dass es bei jedem Menschen einfach Zeit braucht, bis man die Trauer bewältigt hat. Das kann man Kindern erklären, sobald sie es verstehen. Du kannst auch sagen, ich nehme mir die Zeit, die ich brauche und kümmere mich um mich. Und gleichzeitig bin ich für dich da. Ja. Schön. Dann habe ich die letzte Frage, die sehr häufig aufgetreten ist. Nehme ich mein Kind mit zur Trauerfeier, nehme ich es mit vom Friedhof? Da sind wir uns einig, oder? Ja, da sind wir uns sehr einig. Ja. Ihr nehmt auf jeden Fall eure Kinder mit. Ja. Redet mit ihnen drüber, wo ihr hingeht. Und vor allem, wenn die Kinder schon ein gewisses Alter haben, lasst sie mitgestalten. Ja. Möchtest du irgendwas machen an der Trauerfeier? Möchtest du dich noch irgendwie verabschieden? Ja, auch hast die, du noch Ideen? Die Trauerfeier ist ein Teil eines Abschiedsrituals. Also es ist ein Abschiedsritual von vielen Riten, die ihr haben könnt. Ja. Also bei mir kommt auch oft in der Trauerberatung die Frage, ob Kinder tote Menschen sehen sollten. Ja, und auch da sage ich ganz, ganz häufig ist es ja so, dass
tote Menschen ganz friedlich aussehen. Mhm. Und also auch da hätte ich keine Berührungsängste. Ich auch nicht. Und wenn ich merke, dass mein Kind offensichtlich Schwierigkeiten dadurch hatte, würde ich es begleiten und mit ihm drüber sprechen. Und ich würde davor auch fragen, ob das Kind es möchte. Je nach Alter. Ne? Ja. Also es kann jetzt sein, dass jemand sagt, ja gut, mein Kind ist 3 Jahre alt, nehme ich das mit zur Trauerfeier. Ja. Ich würde sagen, ja. Mitnehmen, ja. Muss ich meinem 3-jährigen Kind den toten Menschen zeigen, würde ich nochmal drüber nachdenken, bei einem 3-jährigen Kind. Ja, das also zur Trauerfeier, ja, den toten Menschen, wenn es nicht, also... Es hat ja auch immer damit zu tun, wie man das selbst möchte. Also, genau, ja. Also genau, das kommt auch noch dazu. Und je älter das Kind wird, einfach auch dann, ich sag mal, ab 6, 7 kannst du ja auch fragen. Ja. Gehen zur Trauerfeier, ist es dir wichtig, den nochmal Abschied zu nehmen, möchtest du den Menschen sehen, möchtest du sehen, wie der aussieht. Und wenn das Kind Nein sagt, sagst du, dir gruselig, ne? Ja, möchtest du, es reicht dir so. Wollen wir lieber ein Fotoalbum noch uns nochmal angucken? Mhm. Ja, oh, wichtig, das mit dem Fotoalbum. Das ist auch eine ganz wichtige Bewältigungsstrategie. Dass man wirklich sich die Zeit nochmal nimmt, die Erinnerungen durchzugehen, Fotos anzuschauen. Ja. Man kann auch so ein kleines Trauerbüchlein zum Beispiel gestalten gemeinsam. Ja, es gibt sehr viele Möglichkeiten. Ganz groß scheint mir zu sein der Angst vor einem Trauma bei dem eigenen Kind. Und ich glaube, wir haben in dieser Folge unglaublich viele Impulse gegeben, die dabei helfen, dass kein Trauma entsteht. Genau, Trauma entsteht dann, wenn man den Trauerprozess sozusagen nicht geschehen lässt und nicht liebevoll begleitet. Genau, dann entsteht ein Trauma. Und also kann eins entstehen. Kann. Ja, genau. Bist du zufrieden? Ja, sehr. Ja. Ich hoffe, unsere Zuhörer auch. Und ich würde vorschlagen, wenn du einen Fall hast und sagst, du bist dir unsicher, du bräuchtest Hilfe. Martina und ich bieten beide Einzelberatung an. Das kannst du gerne wahrnehmen. Ansonsten schau gerne bei YouTube auf dem Kanal Konfliktengel vorbei. Das sind Martina und ich. Aktuell gibt's da 24 Videos zum Thema starke Gefühle, in Klammern Wutausbruch. Das ist auch ein Thema für sich. Und da werden in nächster Zeit ganz, ganz viele weitere Videos kommen mit Impulsen für starke Gefühle, Konflikte im Alltag mit Kindern. Genau. Darf ich noch eine praktische Antwort auf für Eltern geben? Ich bitte dich darum. Und zwar arbeite ich viel mit den Johannitern zusammen. Ja. Die haben ein Programm entwickelt, das heißt Lacrima. Mhm. Und das ist für Eltern und für Kinder. Da treffen sich Eltern in einer Gruppe jeweils und auch Kinder, die einen Trauerfall erlebt haben, in einer Gruppe jeweils, gleichzeitig parallel an demselben Ort. Und die Kinder haben die Möglichkeit, in dieser Zeit einen Nachmittag lang einfach da zu sein. Es gibt Räume, ein Raum mit einem Boxsack, ein weiterer Raum mit Matten, der nächste Raum ein Ruheraum. Und es ist immer ein Seelsorger mit dabei, der die Kinder da begleitet in ihrer Trauer. Und sie haben die Möglichkeit, in dieser Runde, also mit Gleichaltrigen, die dieselben Erfahrungen, ähnliche Erfahrungen gemacht haben, ihre Trauer auszudrücken. Und ich finde, das ist ein ganz wertvolles Programm, das auch länger andauert und die Eltern haben gleichzeitig die Möglichkeit, ihre Trauer zu verarbeiten. Ich würde vorschlagen, das packe ich nochmal in die Shownotes. Ja, suchen wir einen Link raus. Ich finde es wundervoll, dass es dieses Angebot gibt. Auf jeden Fall, es gefällt mir total. Packe ich in die Shownotes mit dem Link. Wer Interesse hat, geht mal drauf. Ansonsten, danke ich dir von Herzen, Martina, für deine Expertise. Ich danke dir für die Einladung. Und freue mich sehr darüber. Ja, und wünsche allen, was können wir allen wünschen? Ganz viel Freude und Liebe noch fürs neue Jahr. Wir haben, jetzt am Anfang des neuen Jahres. Das stimmt, das können wir wünschen. Und Freude am Leben. Ja, Freude am Leben, ja. Und auch damit, mit den Kindern offen umzugehen, mit diesem Thema. Ja. Okay. Danke fürs Zuhören. Ja, genau. Tschüss, tschüss. Tschüss. Ja, Martina und ich haben uns am Ende unseres Gespräches noch eine Weile in den Armen gelegen. Wie versprochen, in die Shownotes packe ich dir alle Links, die wir in dieser Folge erwähnt haben. Und ich wünsche mir von Herzen, dass du für dich und deine Familie Impulse aus dieser Folge mit nach Hause nehmen kannst. Das war Familie verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Und nun zu der versprochenen Überraschung. In den Shownotes findest du einen Link und einen Code, mit dem du BookBeat einen Monat lang gratis testen kannst, und zwar die Premium-Version. Also du kannst so viele Hörbücher hören, wie du möchtest, kein Limit, und dir stehen mehr als 50.000 Bücher zur Verfügung.
ja, am besten du stöberst gleich mal durch und probierst dich aus. Ein Dankeschön an dieser Stelle an BookBeat für ihre Unterstützung. Ja, und eines meiner absoluten Lieblingsbücher lege ich dir ans Herz. Das gibt's auch bei BookBeat. Das heißt Der Pfau. Was hab ich gelacht bei diesem Buch und tue es auch immer wieder gerne. Trifft genau meinen Humor. Also eine Herzensempfehlung. Ich würde sagen, ab in die Shownotes. Da ist auch der Link zu meiner Webpage. Auf der findest du alle aktuellen Termine meiner GfK-Kurse in ganz Deutschland. Und für alle Herzensletter-Abonnenten gibt es ab sofort ein gratis E-Book Gewaltfreie Kommunikation in Kindersprache. Ja, und auch der Link zu meinem Instagram-Profil ist dort zu finden. Auf Instagram gebe ich regelmäßig kostenlose GfK-Impulse, Berichte aus meinem GfK-Alltag und habe Gewinnspiele am Start. Ich freue mich auf dich, egal wo, und wünsche dir viel Freude mit der GfK. Lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine Kathi.